Deine Mutter schon mal so anschauen. Hi zusammen, ich bin's wieder. Heute habe ich wieder ein Review für euch sozusagen. Und zwar habe ich heute das iPad Mini für euch da. Wie gesagt, wie beim iPhone 5, ich zeige euch ein bisschen das Gerät, vergleiche es ein bisschen mit dem iPad 2. Aber so um die großen Details hin und her, technische Daten will ich gar nicht so groß einreden. Weil, wie gesagt, das ist jetzt unwichtig eigentlich und ich will euch halt das eigentliche Gerät zeigen. Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Video und ja, schreibt mir mal in die Kommentare bitte, wie ihr meine Frisur jetzt findet. Also ich habe jetzt meine Mütze auf, aber die sieht jetzt so aus. Wieder so seitlich runter nach vorne, weil irgendwie hebt die nicht mehr so nach oben, weil die sind ein bisschen zu lang. Aber auf jeden Fall schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich finde es ganz cool und deswegen lasse ich die jetzt auch mal so eine Weile und ja. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich würde einfach sagen, jetzt geht's los und ja, wie gesagt, viel Spaß. Ich fange am besten gleich mal an und zwar mit der Verpackung einfach wieder. Und zwar hat man hier auf der Seite die Schrift wieder, iPad Mini. Dann hat man hier wieder Apple Logo, iPad Mini. Hier hinten sind dann noch ein paar unwichtige Daten, wo man nicht braucht. Kurz zum Gerät an sich, ich habe die 16 GB Version hier vor mir liegen. In weiß, ohne LTE, weil es gibt gerade nur die WLAN-Versionen. Die LTE-Version soll jetzt Ende November rauskommen. Deswegen habe ich hier nur die WLAN-Version vor mir liegen. Dann noch was zu sagen, und zwar das Gerät gehört wieder nicht mir. Ich habe es nur ausgeliehen und ich darf es nur testen halt und es ist nicht meins. Ja, dann fangen wir an. Und zwar das Gerät, so wie es hier vor mir liegt, kostet 329 Euro im Apple Store, beziehungsweise wo man es halt kauft. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, mit euch das auszupacken. Ihr seht, die Verpackung ist auch so wirklich klein geworden. Was man dann hier drin hat als erstes natürlich das iPad. Das tun wir gleich mal raus. Gehen wir erstmal auf die Seite. Was da noch dabei ist, ein USB-Datenkabel und was jetzt hier neu ist, hat es auch den Lightning-Adapter, wie beim iPhone 5, das heißt den Kleinstecker. Dann wieder Gruschte, was keiner braucht, einfach weg damit. Und dann natürlich noch Netzteilstecker. Richtig cool finde ich jetzt, damit man keinen dicken Stecker mehr braucht, wie beim iPad 2 oder iPad 3 oder iPad 4. Beim Mini reicht einfach ein kleiner normaler Netzstecker, wie vom iPhone zum Beispiel. So, dann habe ich jetzt hier mal das Gerät für euch. So sieht's aus. Wie gesagt, in der weißen Edition habe ich es jetzt und so, es liegt einfach perfekt in der Hand. Ich finde, Apple hat irgendwie immer diesen richtigen Riecher, um Sachen neu zu erfinden sozusagen. Mit dem iPhone, man kommt, obwohl es so lang ist, immer noch oben an die Ecke ran und jetzt hier beim iPad Mini, es reicht vollkommen. Man kann es in einer Hand heben und es reicht eigentlich völlig aus. Ja, dann möchte ich euch schön so das iPad zeigen. Hier unten hat man dann hier einmal Stereo-Lautsprecher, das heißt auf der Seite und auf der hier und dann ganz neu halt, wie gesagt, der Lightning-Stecker. Dann hat man hier noch, wenn man sieht, hier den Laut- und Leise-Knopf, das heißt, wenn ich ihn nach unten schiebe und der orange Punkt zum Vorschein kommt, ist lautlos, beziehungsweise die Rotationssperre und dann ganz neu die Lautregler. Und zwar ist es jetzt keine Wippe mehr, sondern es sind zwei einzelne Knöpfe. Hier oben, wie dann gehabt, Kopfhöreranschluss und Mikrofon, beziehungsweise, ja, Mikrofon. Hier hinten hat man dann die Kamera. Das sind, glaube ich, 5 Megapixel, also da hat sich auch nicht großartig was getan. Dann hier vorne natürlich ganz normal FaceTime-Kamera. Hinten dann noch das Apple-Logo. Ja, und das war's eigentlich. Auf der Seite hier ist nichts. Ich denke mal, hier wird dann der Chip sein, beziehungsweise nicht der Chip, sondern der Platz halt für die Nano-SIM-Karte, weil da kommt auch eine Nano-SIM-Karte rein in Zukunft. Dann könnt ihr noch sehen, es ist richtig dünn geworden, also sieht wirklich gut aus. Ich kann es euch mal kurz im Vergleich zum iPad 2 zeigen, das habe ich jetzt hier auch. Das ist jetzt mein privates, das wo mir gehört. Und zwar seht ihr das, hier das iPad 2 und hier das iPad Mini, also da hat sich schon wirklich was getan. Und von der Größe her auch nochmal, könnt ihr nochmal sehen, so sieht's aus, iPad Mini ist wirklich richtig klein geworden. Sonst so von den Farben her finde ich eigentlich beide noch gleich gut, da hat sich jetzt nichts groß geändert, wie gesagt, ich kann es mal schon zeigen. So sind beide jetzt aus, wenn sie an sind, wenn ihr es jetzt sehen könnt. Ja,
Dann ganz kurz halt zu den technischen Daten so gesehen. Vom Display her hat sich nichts geändert. Zum iPad 2 hat immer noch die gleiche Auflösung. Die wurde nur jetzt zusammengepresst. Das heißt, auf einem Pixel sind einfach mehr Bildpunkte. Finde ich ein bisschen schade, weil hier hätte man ruhig ein Retina-Display reinbauen können. Aber so wie ich denke, und hat es Apple wieder klug gelöst. Und zwar, das Gerät bleibt jetzt ein halbes Jahr aktuell. Das heißt, so bis März oder so bis ins Frühjahr halt. Und dann wird das iPad Mini 2 rauskommen und das wird dann ein Retina-Display haben. Ich finde es ein bisschen schade für die Leute, die sich das iPad Mini kaufen, weil wirklich cool. Ich würde es mir echt auch kaufen, ganz ehrlich. Aber das ist einfach nur schade, weil das ist irgendwie Leute verarschen, finde ich. Weil man kann doch hier gleich ein Retina-Display reinbauen. Wo sind hier die Schwierigkeiten? Verstehe ich nicht ganz, aber naja, das ist die nächste Sache. Ja, dann halt noch schön zu den paar Funktionen, die das iPad Mini hat. Was es jetzt hat, im Gegensatz zum Zweier, Siri natürlich, kann ich zeigen. Hier funktioniert es super. Dann, ja, hat es eigentlich nichts mehr, was es hier Neues hat. Alles gleich geblieben von der Bedienung her, alles gleich. Die Apps sind gleich. Alles gleich wie beim iPad 2, iPad 3 und iPad 4 jetzt mittlerweile. Ja. Ich finde es jetzt ganz ehrlich meine persönliche Meinung. Ich finde es ein cooles Gerät. Macht auf jeden Fall Spaß mit ihm im Internet zu chatten oder zu surfen oder ja. Weil man hat es halt wirklich gut in der Hand. Mit dem iPad 2 gelingt es nicht so gut und ja, das ist schwierig und man muss halt beide Hände nehmen. Es ist zum Filme anschauen oder Videos anschauen. Auf jeden Fall ist es hier das Größere besser geeignet, aber eigentlich so reicht das Mini vollkommen aus für alle Zwecke, die man einfach mit einem Tablet machen will. Finde ich wirklich cool halt. Haben die wieder eine schöne Sache entwickelt, finde ich. Und ja, ich bin einfach schon ein bisschen überzeugt von dem Gerät. Nur, ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt das kaufen werde. Weil, wie gesagt, in einem halben Jahr gibt es mit Retina-Display und mit, was weiß ich, mit was allem noch. Mit bessere Kamera, bessere Auflösung. Und deswegen werde ich es mir dann wahrscheinlich erst holen, weil es lohnt sich jetzt noch nicht wirklich, würde ich sagen, wenn man schon ein iPad hat, so oder so. Ja, dann hoffe ich einfach, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, was ich davon halte. Und ich hoffe, ihr werdet es euch mal im Mediamarkt oder Saturn oder deine Mutter schauen oder so anschauen. Ja, dann könnt ihr euch ja selber entscheiden, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Viele haben halt ein Review oder halt ein Unboxing oder was weiß ich angefragt, dass ihr meine eigene Meinung wisst. Und ja. Dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen hier mit Siri flirten und dann sehen wir uns das nächste Mal einfach wieder. Ciao.